Ja, bevor es richtig losgeht, noch wieder ein kleiner Nachtrag zu den vielen Videos zum Coronavirus und zum Preppern, die ich gemacht habe. Zum Beispiel habe ich zufällig sowas gefunden, das tue ich jetzt auch noch zum Preppern dazu. Das sind so hier so Fließ-Allzwecktücher, die habe ich zufällig gefunden, da kann man doch Wasser filtern. Ich habe doch erklärt, dass ich zum Überleben, wenn der Strom ausfällt, das Wasser ausfällt, ich brauche ja eigentlich nur Linsen oder Mungbohnen, die in meinen Keimgläsern sozusagen zu Frischgemüse gemacht werden können. Aber dafür brauche ich wenigstens kaltes Wasser und das sollte dann einigermaßen sauber sein. Ich habe ja dann die Wasserentgiftungsmittel vorgestellt und so weiter, die ich noch zufällig gefunden habe. Und man kann hier doch durch solche Fließtücher hier kann man doch das Wasser einfach ein bisschen filtern, dann ist wenigstens der gröbste Dreck weg und die größten Mikroorganismen werden dann auch weg sein. Und damit kann ich eventuell schlimmstenfalls mit so einem alten Schwamm hier, kann ich Wasser aufsaugen, auch aus winzigsten Ritzen oder so. Und dann kann ich wenigstens so ein bisschen was machen. Regenwasser natürlich nicht zu vergessen. Und dann habe ich ja immer diese Tücher da und die kann man ja auch zum Filtern benutzen. So neben dem chemischen, mit dem MMS, was ich fürs Desinfizieren des Wassers benutzen will. Aber das so viel genug zur Corona-Hysterie. Und zu den zur Corona-Hysterie und zum Preppern. Ne? Morgen gehe ich mir Linsen und Mungbohnen holen, weil die so beim Keimen ganz gutes Gemüse ergeben. So, dann noch Vorabbemerkung für heute. Also ich mache nur noch selten so Videos zum Thema, zum Beispiel zu so Leuten wie Never Forget Niki oder zur AfD oder zur Identitären Bewegung, Martin Sellner und so weiter. Das bedeutet nicht, dass ich die nicht kennen würde oder dass ich nicht deren Videos immer wieder sehen würde, aber die ignoriere ich, weil das einfach unterirdisches Niveau ist. Also das könnt ihr alles vergessen, also sozusagen. Ich spreche ja hier die Videos für die Kanäle von unseren Freunden, von den News und Talks für Gebildete. Also das hat nichts mit Bildung zu tun, ja. Also da ist, also praktisch kommt nie auch nur ein Ansatz irgendwo einer guten Idee. Weder bei der AfD, weder bei so Leuten wie Never Forget Niki und diesen ganzen anderen, ja, rechtslastigen Kanälen oder Fernsehsendern oder YouTube-Sendern, Sendern, also bei all diesen Sendern oder auch IBs, die Identitäre Bewegung Sender, da kommt nie irgendwas Konstruktives, irgendwas Lösungsorientiertes, irgendwas, was irgendwie auch nur halbwegs wert wäre, zu kritisieren. Also deswegen, wenn ich nicht ständig Videos darüber mache, dann nur deswegen, weil das solltet ihr sowieso nicht schauen. Das ist so unterirdisch vom Niveau, dass man das eh vergessen kann. Ja, das ist einfach kein Gesprächspartner. Ja. So, hier, dann geht's los mit warum heute so die Bilder zum Kommunismus? Ja, Kommunismus, Sozialismus hier, Josef Stalin. Einer dieser Massenmörder und hier der verrückte Che Guevara, ja, und so weiter. Darum wird es auch heute viel gehen. Ja, erstmal ein Video sagte, dass der Krall-Crash da wäre. Krall hat ja Markus Krall, Dr. Markus Krall hat ja sozusagen den Crash vorhergesagt. Ob das dann jetzt schon der ist, naja, mal sehen, also sozusagen. Jedenfalls will damit ja mal gesagt werden, dass er da in seiner Prognose nicht so völlig verkehrt lag. Ich hatte, dass jetzt immerhin so ein bisschen Börsenabsturz da ist und so weiter. Und ja, so, dann schauen wir mal weiter. Dann Krall bei einem Vortrag, der jetzt irgendwie wieder, den ich da geschaut habe, fällt jetzt auf den sogenannten Psychoquatsch rein. Wir sprechen ja auch über den Psychologen Professor Rainer Mausfeld nachher noch, ja. Aber Krall fällt selber, obwohl er zu Recht sagt, dass die Psychoanalyse pseudowissenschaftlich ist. Da hat er natürlich recht, aber
dass er eben jetzt trotzdem fällt er auf Psychoquatsch rein, nämlich auf den Adlerschen. Der Adler ist nämlich auch Psychoanalytiker und das ist natürlich auch Psychoquatsch. Fällt er auf den Adlerschen Minderwertigkeitskomplex rein, der angeblich die Machtsucht der Linkstyrannen erzeugt hat. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. In Wahrheit ist es so, dass seine geliebte freie soziale Marktwirtschaft die Ursache für die Machtsucht der Linkstyrannen ist. Ja? Für dieser ganzen hier, dieser Stalins und Che Guevaras, dieser Lumpen, die also sozusagen ja alle sozusagen Schwerstverbrecher waren, die also sozusagen, erkläre ich nachher noch, wie die eigentlich an die Macht gekommen sind als Schwerstverbrecher sozusagen und Mörder und Massenmörder, ja, diese ganzen. Ja, also das heißt, ich erkläre es mal ganz kurz hier, naturwissenschaftlich sauber. Wie kommt es in Wahrheit, kam es in Wahrheit? Und dass der Dr. Markus Krall muss sich natürlich auf den Psychoquatsch mit dem Adlerschen Minderwertigkeitskomplex berufen, als angebliche Ursache der Machtsucht der Linkstyrannen sozusagen, weil er ja nicht zugeben will und zugeben darf und zugeben kann, dass seine geliebte freie soziale Marktwirtschaft die Ursache für die Entstehung der Linkstyrannen war. Ganz kurz nochmal. Also vor circa 400 bis 300.000 Jahren damals war der Markt total frei. Damals hatten wir freie Marktwirtschaft. Da kamen die ersten Tauschhändler der Evolutionsgeschichte auf zwischen 400 und 300.000 Jahren. Die Händler, das passierte Folgendes, dass dieser Händler hier erzählte, ja, ach toll, eine Kommune hat die andere nachts besucht, ach und war das ein rauschendes Fest der Liebe und wunderschön und so weiter. Und dieser Händler, der versteht diese Geschichte falsch sozusagen und erzählt, versteht die Sprache nicht richtig, hat Übersetzungsfehler und denkt die Geschichte anders und erzählt dann die Geschichte in den Gruppen, wo er hingeht mit seinen Waren, erzählte, ach, eine Gruppe hat die andere nachts überfallen und hat sie alle totgeschlagen und das war so ganz schrecklich und ganz blutig und ganz grausam. Ja? Und dadurch entsteht in den Zuhörern eine große Angst und aufgrund dessen kaufen sie diesem Händler ganz viele seiner Steinäxte ab. Und er macht richtig Umsatz und er wird ein richtig erfolgreicher Händler aufgrund seiner Irrtumsgeschichte, seines gewinnbringenden Irrtumsmemplexes, seiner gewinnbringenden Irrtümer. Und er kann viele Kinder ernähren und so weiter. Und daraus entsteht eine richtige, am Ende eine Waffenhandelsdynastie sozusagen, die immer mit solchen Geschichten kommt wie, ach ja, Krieg ist naturgegeben und. Ja, und all so Sachen, also Gehirn. Wäsche macht, die Menschen wieder in die Kriege hineinhetzt. Dieser Händler wird aussterben. Spätestens hier sieht man, nach drei Generationen muss der Laden zugemacht werden, weil mit wahrheitsorientierten Kommunikation können sie unter den Bedingungen der freien Marktwirtschaft kann niemand überleben. Ja, und jetzt passiert dann Folgendes. Dadurch, dass dann also hier das war jetzt ein Beispiel. Jetzt kommt das entscheidende Beispiel um. Ich wollte ja erklären, woher in Wirklichkeit, abgesehen von dem Psychoquatsch, auf den Dr. Markus Krall reinfällt, von Adler sozusagen, Alfred Adler, auch Psychoanalytiker wie C.G. Jung, ist sozusagen, ja, das ist übrigens typisch bei Dr. Markus Krall, überall nur Halbwissen, ne? Das ist ganz typisch. Und da ist es dann eben so, jetzt erzählt dieser Händler zum Beispiel hier, ja, ach ja, euer Schmusen, das ist ja ganz toll und so weiter. Aber dieser Händler zum Beispiel, der erzählt, ach nee, ach dieses ganze Geschmuse und dieser Körperkontakt und dieser viele Sex und das, dieses jahrelange Stillen mit Mutter und Kind und dieses Abgelecke der Babys.
Babys und so, ach, ist das eklig und widerwärtig und ach, schrecklich, unkeusch und ach, ist das schlimm und so weiter. Und dadurch reduzieren die Zuhörer ihr Liebesleben sozusagen hier bei diesem Händler, werden konsumsüchtig, weil sie müssen ja ihr entgangenes Glückserlebnisse sozusagen jetzt ersetzen durch Konsumsucht und Kaufsucht. Und in der freien sozialen Marktwirtschaft überleben nur solche Händler, die Menschen dazu manipulieren, dass ihr Liebesleben in den Naturkommunen sozusagen eingeschränkt wird. Und während dieser Händler das nicht einschränkt, der kann nicht viel verkaufen, die Kunden werden nicht konsumsüchtig, nicht kaufsüchtig und hier werden sie konsumsüchtig und kaufsüchtig. Und jetzt passiert Folgendes. Während vorher die Männer in den Kommunen alles ihren Frauen und Kindern geschenkt haben, man vergleiche dazu auch sozusagen die Forschung über Urmatriarchale oder auch moderne Matriarchate sozusagen. Ja, die Männer schenken alles von Natur aus den Frauen und Kindern, weil sie mehr als die Belohnung dadurch, dass sie dadurch besonders geliebt werden und einen ganz tollen Sex in der Gruppe haben und eine größere Wahrscheinlichkeit haben, der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe zu werden, mehr ist sozusagen, ein höheres Glück gibt es eh nicht sozusagen. Also schenken sie alles den Frauen und Kindern. Aber wenn jetzt die Liebe durch die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall die Liebe in den Gruppen unterdrückt wird, dann spalten sich nicht nur die Händler ab und machen ihr eigenes Ding und fangen an geldsüchtig, also Geld kommt viel später erst, aber akkumulationssüchtig, also die werden süchtig nach der Akkumulation von Tauschgütern sozusagen, machen ihr eigenes Ding, schenken nichts mehr den Frauen und Kindern und so weiter und dann spalten sich auch noch die Tyrannischen ab, also die sozusagen, die Tyrannen ab, die mit Gewalt und mit allen möglichen Tricks sozusagen mit Gewalt gegen die Gruppen, zum Beispiel Frauen vergewaltigen, missbrauchen und so weiter. Also die ganzen Verbrecher spalten sich auch ab von den Gruppen und so weiter. Und so ist dann die freie soziale Marktwirtschaft die Kernursache für die Entstehung aller Verbrecher und für die Entstehung natürlich auch aller kommunistischen Verbrecher und pseudokommunistischen und pseudosozialistischen Verbrecher. Ne? Und nichts mit Minderwertigkeitskomplex. Nein, die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, der Werteunion, des Dr. Hans-Georg Maaßen und des Professor Max Otte und des Friedrich Merz und so weiter. Diese freie Marktwirtschaft hat die Tyrannen erzeugt und die Verbrecher und all diese Lumpen und so weiter. Und niemand sonst, ja? Und auch solche Leute wie Professor Rainer Mausfeld sind dadurch entstanden, und haben diesen Hass dann entwickelt, ja? Diese Tyrannen, die sozusagen, ja? Jetzt gehen wir mal weiter. Das haben wir geklärt. Dann ein noch weiterer Irrtum, wieder so ein pseudowissenschaftlicher Irrtum von unserem wissenschaftlich wenig beleckten Dr. Markus Krall. Wieder so ein weiterer Irrtum. Er behauptet, es gebe zu wenig Kinder durch die Erosion der Familie, durch die Linke, Also das heißt, er sagt sozusagen irgendwie, die Linke hätte ja irgendwie die Sexualität so frei gemacht und so weiter und dadurch wäre die irgendwo die Ehe entwertet worden und die Kleinfamilie entwertet worden und dadurch wird es dann zu wenig Kinder geben und so weiter. Also ich kann den ganzen Quatsch nicht zusammenfassen, aber ich sagen wir lieber die Wahrheit. Also was ist im Gegensatz zu den Irrtümern von Dr. Markus Krall, also die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass die ganz gefährliche Ideologie, also die antiwissenschaftliche Ideologie aufgekommen ist. Wo ist es? Hier ist es. Stalin, Verbrecher, Lump, Che Guevara, Lump. Und hier haben wir jetzt,
Da haben wir also, das ist die eigentliche Ursache, weil ja die Wahnvorstellung in der Gesellschaft von Linksspinnern verbreitet wird und Pseudowissenschaftlern aller Art verbreitet wird, dass sozusagen ja jedes Kind zum Genie werden könne, wenn nur die Bildung ideal wäre. Alle Kinder sind geborene Genies und so weiter. Die Wahrheit ist ja so, dass genetisch, wie gesagt, braucht man nur mal ein bisschen Psychologie zu studieren. Intelligenz und berufliche Qualifikation ist sehr wesentlich genetisch vorbestimmt, sozusagen, und die Bildung kann dabei nur gewisse Bewegungen nach links oder rechts bewirken, also ganz schlechte Bildung natürlich kann nach links bewegen. Aber wenn jemand genetisch geboren ist mit einem Gehirnpotenzial hier ungefähr, den können Sie durch keine Bildung der Welt zu einem überdurchschnittlichen beruflichen Fachkraft machen. Vergessen Sie das. Das ist anti-naturwissenschaftlicher Quatsch. Aber weil jetzt eben die gesamte linkslastige Gesellschaft sozusagen denkt, dass alle Kinder sind Genies, dann können wir doch auch hingehen und können die Gutverdiener sozusagen für das Bekommen von Kindern gnadenlos bestrafen. Wir können dafür sorgen, dass Professorinnen sozusagen keine Karriere mehr machen, wenn sie Kinder bekommen. Und weswegen ja angeblich 50% aller Professorinnen freiwillig darauf verzichten, überhaupt Kinder, auch nur ein Kind in die Welt zu setzen. Und wir können doch die ganzen gut verdienenden Familien so finanziell belasten, dass sie dann auch die Frauen sozusagen, dass die dann einfach sagen, ja okay, wenn ich auf meine Karriere verzichten muss, dann verzichte ich lieber auf Kinder und so weiter. Und so haben wir dafür gesorgt, dass es zum Mangel an hochqualifizierten Kindern und Nachwuchs gekommen ist, sozusagen. Also müssen wir das machen, was die zweiten Scientists for Future 2, also die Unterabteilung vom World Council of Wise People, die klügsten Wissenschaftler der Erde, vorgeschlagen haben. Das ist also sozusagen das, dass man hier Frauen generell. Alle Frauen werden entweder zu 100, wenn sie, sobald das Baby da ist, sind sie zu 100% steuerfrei gestellt oder 100, 90, 80, 70, 60. Darüber kann man diskutieren, wie viel Prozent, aber ich sage jetzt einfach mal aus Spaß, 100% steuerfrei gestellt, kriegen vom Staat kostenlos, können sich auswählen aus einer Menge von zukünftigen Kindersekretärinnen, also einer Mischung aus Kinderpflegerin und Sekretärin. Und die begleitet sie am Arbeitsplatz mit dem Baby. Und jede Firma kriegt ein fürstlich vom Staat einen Betriebskindergarten finanziert. Und dann pendelt also die Kindergärtnerin, also das Kind, die Mutter stillt das Kind am Arbeitsplatz. Und dann geht die Kindersekretärin, währenddessen macht die Kindersekretärin, nimmt vielleicht irgendwie, schreibt einen Text oder was, nimmt ein Diktat auf. Dann nimmt sie das Kind mit in den Betriebskindergarten zu den anderen Kindern und so weiter. Und so kriegen wir dann unsere hochkompetenten Frauen endlich dazu, dass sie wieder größere Zahlen an Kindern bekommen. Und dann, wir brauchen nämlich wirklich Genies für unsere Wirtschaft, denn Europa ist auf dem absteigenden Ast und nur so bekommen wir wieder viele Kinder. Wir müssen auch aus dem Ausland, aus aller Welt, die Fähigsten mit der besten Berufsausbildung reinholen ins Land und nach Deutschland locken, ja, damit wir auch genetisch mal wieder ein bisschen Anregungen bekommen durch Hochqualifizierte aus dem Ausland, aus aller Welt sozusagen. Frische Gene sind immer gut in der Hinsicht sozusagen, soweit sie eben von Hochqualifizierten aus dem Ausland kommen. Ja, und dann haben wir wieder viele Kinder, auch die bekommen ja dann auch wieder Kinder und dann geht es wirtschaftlich mit Deutschland voran. Wir müssen nur halt alles dafür tun. Es muss also wieder zum Standard werden, dass moralisch in Deutschland ganz klar gilt: Hier, wer seinem Kind nichts bieten kann, der sollte gar kein Kind in die Welt setzen und so weiter.
Ich habe ja schon darüber gesprochen, dass man darüber nachdenken sollte, dass man die Sozialleistungen von Monat zu Monat um 10 Euro senken sollte, bis auf 200 Euro übrig. Wie runter? Und für Kinder darf es keine zusätzlichen Gelder geben. Denn wie gesagt, Kinder bekommen das, wenn man einen anständigen Beruf hat und richtig leistungsfähig ist und Kindern was bieten kann und so weiter, dann soll es moralisch akzeptiert sein, dass man in der Gesellschaft Kinder bekommt. Und wenn man noch nicht richtig beruflich qualifiziert ist, soll man sich erstmal um einen anständigen, gut qualifizierten Beruf kümmern und eben erstmal keine Kinder in die Welt setzen. Wenn man dann richtig später beruflich erfolgreich ist, ist immer noch Zeit, Kinder zu bekommen. Ja? Aber wir müssen davon abgehen, dass wir unsere unqualifiziertesten, unsere genetisch unintelligentesten Frauen regelrecht dafür anheizen, 20 Kinder zu bekommen, 30 Kinder zu bekommen, das bedeutet den endgültigen Ende von Europa, denn dann sinkt unsere berufliche Leistungsfähigkeit in Deutschland sinkt noch weiter ab. Deutschland wird durchschnittlich noch dümmer, wird beruflich noch unfähiger, ist auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig und dann haben wir bald die Situation, dass Deutschland auf dem Niveau von Afrika ist und dann können wir in Zukunft alle, ich sage immer so im Scherz, vergessen Sie die Idee einer würdigen Lebens im Alter und einer Rente im Alter, von der man anständig leben kann und dass man von seinem Gehalt anständig leben können soll. Dann sind wir auf einem Niveau von 1 bis 3 Euro am Tag und dann ist nichts mehr mit menschenwürdig leben. Monatsgehalt, was weiß ich, sozusagen Monatsgehalt 90 Euro, das ist dann unsere Zukunft, ja? Also wir müssen dafür sorgen, dass hochqualifizierte Menschen, dass da die Gesellschaft es moralisch begrüßt, dass die Kinder bekommen, egal ob aus dem In- oder Ausland. Herzlich willkommen, die Ausländer alle in Deutschland sozusagen. Gerne frische Gene, sehr wertvoll für jede genetische Gruppierung. Und hier bloß keine schwachsinnige Förderung dafür, dass das sozusagen hier die geistig Behinderten möglichst noch 50 Kinder bekommen. Dann sinkt der durchschnittliche Intelligenzdurchschnitt in Deutschland weiter ab, die berufliche Leistungsfähigkeit nimmt ab und dann ist Land als Deutschland als und Europa als der Kontinent der Idioten nicht mehr konkurrenzfähig zu China und so weiter, ja. Also, dann geht es hier weiter. Wo sind wir? Also, das ist der wahre Grund, warum wir zu wenig Kinder haben, ja? Also, das heißt, es war nicht die sexuelle Befreiung, sondern auch, außerdem spielt auch gerade die Unterdrückung der Sexualität durch die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall und der Werteunion und so weiter, die ist die Ursache auch für zu wenig Kinder und so weiter. Ja, so, das war der nächste Unfug von Dr. Markus Krall. So, und dann Der Weg zur Knechtschaft, das ist so ein Buch von Hayek, auf das ja auch die ganzen, die von mir genannten Personen stehen, unter anderem auch Dr. Markus Krall, der hat ja auch sogar einen Vortrag gehalten zum Thema der Weg raus aus der Knechtschaft sozusagen, damit meint er ja die Hayek'sche Knechtschaft. So, und dazu, ja, was, ja, also, tyrannische Persönlichkeiten, Revolutionsführer, hier, das sind unsere tyrannischen Persönlichkeiten, durch und durch Verbrecher von Anfang an schon immer gewesen, ja, so, diese Tyrannen, diese Lumpen, diese Verbrecher, was haben diese Verbrecher getan, ja, solche Verbrecher haben immer schon gespürt, also immer sage ich jetzt in den letzten Jahrhunderten, immer schon gespürt, dass Menschen dazu bereit sind, ihnen militärisch zu dienen, als nützliche Idioten und nützliche Sklaven, wenn diese Tyrannen ihnen nebulös irgendwie
versprechen, ja, ach, ich werde, wenn wir das dann geschafft haben, wenn wir die Revolution geschafft haben, dann werden wir alle einen herrlichen, echten Kommunismus, Sozialismus genießen können. Ja, das haben solche Lumpen versprochen, ja, all diese Revolutionsführer und Revolutionsspinner, ja. In Wirklichkeit hatten sie darüber gar kein seriöses Wissen. Sie wussten gar nichts vom echten Kommunismus und echten Sozialismus. Das kann man nur naturwissenschaftlich herausfinden. Und davon hatten all diese Leute, Karl Marx, dieser Spinner und so weiter, die hatten ja von all solchen Sachen keinerlei Ahnung. Ja? Null Ahnung sozusagen. Ja, der Trick bestand also daraus, ich will Helfer haben, um die Reichen zu ermorden, um sie besser bestehlen zu können. So sind nun mal halt Verbrecher, um die Reichen enteignen zu können und so weiter. Und dafür brauche ich nützliche Idioten, die mir helfen, diese Leute zu ermorden. Und dafür verspreche ich den Leuten einen Kommunismus-Sozialismus und nenne das, was ich machen will, Kommunismus und Sozialismus, obwohl es genau das Gegenteil davon ist. Also auch eine Pseudo-Planwirtschaft, ein Pseudokommunismus, ein Pseudosozialismus. Und in Wirklichkeit zocke ich sie dann gnadenlos ab. Sofort geht es weiter im nächsten Video, gell? So, die Videos gehören zusammen. Schaut also auch das erste Video an. Weiter geht's. Also, ich war dabei zu erzählen, wie der wirkliche Trick bei dem Pseudokommunismus, Pseudosozialismus und Pseudoplanwirtschaft der letzten Jahrhunderte war. Also diese Verbrecher haben also sozusagen die Leute reingelegt, haben so getan, als wollten sie irgendwas menschenfreundliches, Kommunismus, Sozialismus tun, und dafür gewannen sie dann nützliche Idioten, die für sie die Reichen umgebracht haben, sodass sie die bestehlen konnten, enteignen konnten und so weiter. Das war von Anfang an nur Verbrechertum und ist auch heute nur Verbrechertum. Wenn Sie heute jemanden hören, der von gewaltsamer Revolution spricht, dann wissen Sie, es handelt sich um einen Verfassungsfeind, um einen Schwerverbrecher, der Menschen ermorden will und eben Tyrann werden will und ein neuer Stalin werden will. Ne? Vergessen Sie das. Ja? Das wird es auch sowieso nie dazu kommen. So, am Ende werden dann die Diener tyrannisch beherrscht, also das habe ich ja eben schon gesagt, die Diener, also die nützlichen Idioten, die Drecksarbeit für die Verbrecher gemacht haben, die werden dann selber von den Tyrannen tyrannisch beherrscht und ausgebeutet, und die haben ja immer behauptet, unsere Milliardärskönige hätten die Leute ausgebeutet, dann erleben die Leute dann in diesem Pseudokommunismus, Pseudosozialismus, Pseudoplanwirtschaft, da erleben die, was richtige Ausbeutung ist, ne? Und das wird wohl bei jeder gewaltsamen Revolution wird wohl das Ergebnis immer wieder Stalin heißen, ne? Also deswegen können wir das völlig vergessen. Ne? Also, aber echter Kommunismus, naturwissenschaftlich erforschter Kommunismus, Sozialismus und naturwissenschaftlich erforschte echte Planwirtschaft, das ist was richtig Feines und Gutes, und da müssen wir hin. Aber das ist genau das Gegenteil von dem, was wir mit Stalin assoziieren, ja? Mit diesen Verbrechern. Ja, übrigens, vielleicht ist Fridays for Future auch ein ganz ähnlicher Betrug, ja, vielleicht auch sagt, ja, man sagt Klimaschutz, ja, und dann und kriegt so die Massen hinter sich, verfolgt aber in Wirklichkeit ganz andere Ziele und missbraucht die Massen nur, genauso wie das eben Stalin getan hat oder so die Stalin-ähnlichen, ja, es war ja nicht Stalin, der die Revolution begonnen hatte, das waren ja andere. Aber das spielt auch keine Rolle, diese Details. Ja, also das wissen wir eben auch nicht, denn das Rätsel ist ja, warum sie den Kohlestopp 2026 der zweiten Scientists for Future 2 nicht annehmen. Also hier nochmal, wo sind sie? Na, wo ist es denn hier? Ach nee, das muss doch dann hier sein. Nee, dann ist es hier. Ja, hier das Angebot, hier Kohlestopp, wo steht es? Kohlestopp 2026, 900 Milliarden Euro, 7 Jahre Plan fürs Klima.
nehmen die Fridays for Future nicht an, brauchen die nicht, weil die haben vielleicht wirklich ganz andere Ziele, ja, wie das ja auch Tom Radke in seinen Radke-Leaks angedeutet hat. Das geht um ganz andere Dinge. Die Mitläufer werden nur, denn ich habe ja ganz tolle Interviews mit den Mitläufern gemacht. Die haben ehrliche Absichten gehabt. Das waren ganz nette junge Leute, die auch begeistert waren von der Idee des Kohlestopps 2026 und des 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plans und wie das Ganze erzeugt werden soll und so weiter, die das wunderbar akzeptiert haben, ja. Aber die Orga-Teams sind genau das Gegenteil. Die Orga-Teams sind also, das Verhältnis ist so, die Mitläufer meinen es gut, auch bei einer gewaltsamen Revolution wären da wahrscheinlich auch viele gutmeinende Mitläufer, die irgendwie am Ende menschenfreundliche Ziele haben. Aber die Verbrecher hier, die Orga-Teams sind möglicherweise, ich habe keine Ahnung, ob es so ist, erklärt mir, dass es das Gegenteil ist, aber vielleicht bestehen die Orga-Teams, da gibt es viele Hinweise dafür, in Wirklichkeit aus lauter Stalins oder Che Guevaras. Einen haben wir hier in Köln auch, der sieht auch aus wie Che Guevara. Ja. Und es geht darum, die gutmeinenden Schüler einfach zu missbrauchen für ganz andere Ziele und ganz andere Zwecke. Keine Ahnung, es erklärt mir, wie es ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall stimmt da was nicht. Ne? So, dann haben wir hier Professor Rainer Mausfeld, da gab es wieder Videos drüber und so weiter, der hat wohl auch ein neues Buch rausgebracht, wieder so ein Hetzbuch. Das ist so ein Hetzer wie Karl Marx, ja, so ein linksradikaler Revolutionshetzer im Prinzip, so eine Art Stalin in psychologischer Manier sozusagen. Ja, und er hat eben das Feindbild unserer geliebten Milliardärskönige, ja, also sozusagen, wo ist es? Hier sind unsere Milliardärskönige. Ja, sozusagen, wir haben über 2000 Milliardärskönige auf der Erde und dieser Hass auf die Milliardärskönige, das ist sowas ganz Pathologisches. Das sind eben neidische Menschen, die so wie Professor Rainer Mausfeld, die diese Leute irgendwie am liebsten mit der gewaltsamen Revolution umbringen würden oder was auch immer tun würden. Ich will jetzt nicht sagen, dass Professor Mausfeld die da erschießen wollte, sozusagen wie die Linke jemand von der Linken das letztens formuliert hat. Aber zumindest will er sich stürzen. Und was heißt stürzen? Das sind jetzt erkläre ich nochmal naturwissenschaftlich, wo die herkommen, woher kommen die? Unsere Milliardärskönige, wie kam es zu dieser unnatürlichen Spaltung zwischen Arm und Reich? Das kam genau durch die freie soziale Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall durch diesen Liberalismus, den natürlich Professor Mausfeld zu Recht kritisiert, ja, das kritisiert er zu Recht, hier Dr. Markus Krall, Werteunion und Friedrich Merz und all die anderen hier, diese freie Marktwirtschaft, die freie soziale Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, das ist die Erzeugerin der Milliardärskönige. Denn, ich habe das ja eben erläutert, dieser Händler sagt, es ist toll, dass ihr so schön miteinander alle schmust. Und dieser Händler sagt, ach, ist das eklig, dass ihr so viel Sex habt und so weiter. Und dadurch reduzieren die Menschen, wenn solche Gehirnwäsche über Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrhunderttausende wirkt sozusagen, dann werden die Leute alle total verklemmt. Die Männer hören auf, alles den Frauen und Kindern zu schenken, weil sie sich in den Gruppen nicht mehr geliebt werden. Sie werden dann sozusagen zu den Vorläufern unserer Milliardärskönige, sie werden erfolgreiche Händler und die Frauen und Kinder interessieren sie nicht mehr, denn da ist sowieso keine Liebe mehr und sie fühlen sich da sowieso unbefriedigt und deswegen sind sie Opfer, die Milliardärskönige sind Opfer der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, die er so sehr schätzt und sogar in der Verfassung als einzige Wirtschaftsform verankern will, die erlaubt sein soll. Also er will uns quasi noch mehr unglückliche Liebesmangel, Milliardärskönige und noch mehr Verbrecher bringen und noch mehr dadurch noch mehr Gefahr von Tyrannen von links und rechts erzeugen und so weiter. Weil ja eben, wenn man die Frauen und Kinder nicht mehr liebt,
dann kann man sie auch beherrschen und versklaven und ausbeuten und aussaugen. Ja, dann also jetzt, also wie gesagt, Professor Mausfeld mit seinem Feindbild von den Milliardärskönigen ist eben auch so ein richtiger gefährlicher Ideologe. Er will die unfähige Form der Planwirtschaft, er will also auch wieder irgend so eine gestümperte, hat wieder so eine stümperhafte Idee einer Planwirtschaft, die natürlich nicht naturwissenschaftlich fundiert ist. Er hat ja auch keine naturwissenschaftliche Basis. Und das haben nämlich sogar die Chinesen ansatzweise begriffen, dass natürlich eine Planwirtschaft Elemente mit Elementen von Markt, Wettbewerb und Leistungsmessung angereichert sein muss. Und wenn ich den Bericht über das Buch von Dr. Professor Mausfeld richtig verstanden habe, will der sozusagen solche Sachen wie Leistungsmessung, Wettbewerb und Markt und so weiter, das sieht er so quasi als Angstursache und will das alles weghaben. Ja, das ist natürlich totaler Quatsch. Also wie muss eine echte Planwirtschaft aussehen? Eine richtige, gute Planwirtschaft könnte zum Beispiel, die Professoren der zweiten Scientists for Future 2 haben natürlich viele Konzepte. Wo haben wir es? Wo sind denn das? Aber das eine Konzept, was sozusagen, was so ungefähr hier nochmal Greta Thunberg und Fridays for Future. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob da nicht auch so ein Spiel, so ähnlich so ein Stalin-Spiel mit den jungen Leuten, so ein Missbrauch der jungen Leute gespielt wird. Ich hoffe, es ist nicht der Fall. Es kommt irgendwann noch zu einer Kooperation zwischen zweiten Scientists for Future 2 und Greta Thunberg und Fridays for Future. Aber ich halte es, kann es auch nicht ausschließen, dass das Ganze genauso schmutzig ist wie die Sache damals mit Che Guevara und Stalin und mit dem Pseudokommunismus, Pseudosozialismus und so weiter. Ja, ja, ich wollte ja gerade erklären, wie sieht also eine, wie geht's eine echt kommunistisch, echt sozialistische Planwirtschaft aus, ja, die natürlich mit der, zum Beispiel könnte man den Kapitalismus beenden mit der Wohlfühlnotenwahlstimme und mit der Einbeziehung der Gesundheitskostendaten. Das bedeutet also, jeder, der irgendetwas arbeitet, kriegt nur dann einen guten Verdienstzuschlag, wenn ich immer seltener krank werde, immer länger lebe, bis maximal 127 Jahre. Danach gibt es keinen Gewinnzuschlag mehr. Und Verdienstzuschlag. Und wenn meine Wohlfühlnote, die ich dem Bundeswahlleiter zum Beispiel jedes Mal, wenn sich was ändert bei meinem Wohlbefinden, teile ich diese geänderte Wohlfühlnote dem Bundeswahlleiter mit. Und das wird dann statistisch ausgewertet vom Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden und den statistischen Ämtern der Länder und so weiter, wird das überall ausgewertet. Und dann kriegt mein Arzt, mein Lebensmittelhändler nur dann Verdienstzuschläge, wenn er mitgeholfen hat, mein Wohlbefinden und meine Gesundheit messbar zu verbessern. Ja? So, aber danach, das ist jetzt Planwirtschaft. Ja, ist jetzt hier der Plan, all diese neuen Regelungen zum Beispiel wäre dann, dass das ist Planwirtschaft, weil das Planungsziel heißt gesunde, gesündere, glücklichere, langlebigere Menschen. Das ist richtige Planwirtschaft. Und dann ist aber natürlich wie die Chinesen, natürlich muss man kapieren, muss natürlich zwischen den Ärzten ein Markt sein, ein Wettbewerb sein, eine Leistungsmessen, es müssen Leistungsranglisten erstellt werden und so weiter, damit ich die Chance habe, dass ich nicht mich von einem völlig unfähigen Arzt operieren lasse, wenn ich doch mal leider einen Unfall habe und wirklich dann doch mal operiert werden muss, sondern dass ich dann anhand der Wettbewerbs- und Leistungsranglisten feststellen kann, von wem ich mich besser nicht operieren lasse und von wem ich mich lieber operieren lasse und so weiter. Also das heißt, natürlich brauchen wir Wettbewerb. Natürlich will ich doch, dass die drei, vier Lebensmittelhändler, Supermarktleiter sozusagen, die um mich rum sind, dass die im Wettbewerb stehen und sich versuchen, gegenseitig darüber zu übertreffen, wer es schafft, mir die gesundheitsförderlichste
Nahrung zu liefern und zur Verfügung zu stellen. Ich will doch, dass die Sucht sich sozusagen ein bisschen Spaß daran haben, sich anzustrengen, mir noch bessere Gesundheitsvoraussetzungen zu liefern. Also natürlich muss eine echte gute Planwirtschaft so sein wie bei den Chinesen, dass die wobei die das ja natürlich nicht vernünftig können, aber ich sag mal, wie es ganz richtig gemacht werden muss. Planungsziel, planwirtschaftliches Planungsziel, gesündere, glücklichere, langlebigere Menschen, besonders auch Milliardärskönige, dass die länger leben dürfen und gesünder und viel, viel glücklicher wieder leben dürfen und so weiter. Im echten, wenn sie Lust haben, in echten Kommunen. Übrigens, es muss immer alles freiheitsorientiert sein. Bei diesen Verbrechern hier, ja, wo sind diese Verbrecher? Da war ja alles immer Zwang und vorgeschrieben und so weiter. Völliger Quatsch. Alles muss absolut freiheitlich sein. Also ich sage ja immer, Dr. Markus Krall mit seiner freiheitlichen sozialen Marktwirtschaft ist der Todfeind der Freiheit. Denn das, was die freie Marktwirtschaft ist, der größte Gegner der Freiheit. Und die zweiten Scientists for Future 2 sind die echten Freiheitlichen, die echten, völlige Freiheit, ob man in einer Kommune leben möchte, ob die Milliardärskönige, wo sind sie, unsere Milliardärskönige, ob der dann weiterhin in Kleinfamilie leben möchte, ob er in Kommune leben möchte, ob er dann in der Kommune alles den Frauen und Kindern schenken möchte, sodass dann die Schere zwischen Arm und Reich zügig wieder zusammengeht und so weiter. Und das so wird wie früher, dass die Männer wieder alles den Frauen und Kindern schenken, weil sie sich in den Kommunen wieder geliebt fühlen, in diesen Kommunen in der Größenordnung von 60 bis ca. 120 Individuen und so weiter. Aber das wird alles ganz freiheitlich geschehen. Jeder, wie er will, jeder, wie er Lust hat, jeder so, wie sein Hausarzt ihm wissenschaftlich aufklärt, dass eben die jetzige Lebensweise eigentlich unnatürlich ist und krankmachend ist und unnatürlich ist und wieder natürlich ist. Aber niemand muss das glauben. Jeder entscheidet völlig frei, was er machen möchte. Also der World Council of Wise People ist das, liebt die Freiheit über alles und die freie Entscheidung jedes einzelnen Menschen über alles. Also das ist der wahre Garant für die Freiheit. Während wenn Dr. Markus Krall zum Zuge käme mit seiner bürgerlichen Revolution, dann würde unsere Freiheit noch weiter reduziert werden, und zwar ganz drastisch. Ne? So, dann schauen wir mal weiter. Was steht hier noch? Dass ich mal fertig werde hier. Friedrich Merz, ja, unser vielleicht zukünftiger Kanzlerkandidat, er hat sich ja, jetzt gerade habe ich Videos von ihm gesehen, da hat er sich ja im Wesentlichen so geäußert, dass er die gleichen Fehler weitermachen würde bei Griechenland und Türkei, wie das die jetzige Regierung auch gemacht hat. Also das heißt, der ist also leider eben auch keine Chance für Deutschland, sondern wäre genauso gefährlich wie Dr. Markus Krall für unsere Gesellschaft. Ja? Weltweit, ich sage jetzt die Lösung, ich setze mich gar nicht mit den irrigen Gedanken von Friedrich Merz auseinander, ich sage mal kurz die Lösung. Also wir bräuchten natürlich in der Türkei oder irgendwie im Umfeld von Syrien oder denken wir uns mal, sagen wir mal, es gäbe auf der Welt jetzt 5 Krisengebiete, Syrien und Afrika irgendwas und so weiter. Und in der Nähe jedes Krisengebietes würde Deutschland anregen, liebe UNO, lasst uns gemeinsame Asylanlagen machen. Also wir wollen hier, ich habe es ja eben gesagt, wir wollen vernünftig werden, wir wollen ins Land, lassen wir nur noch Menschen, Ausländer herzlich willkommen. Wir versuchen die fähigsten Ausländer mit der höchsten beruflichen Qualifikation der gesamten Erde, weil die Lebensqualität in Deutschland und in Europa dann so hoch wird, auch durch die Neuerung der zweiten Scientists for Future 2. Da versuchen wir die fähigsten sozusagen aus dem weit überdurchschnittlichen Bereich nach Deutschland und Europa zu holen.
sozusagen. Aber wir lassen sonst keinen anderen Menschen mehr ins Land rein. Wir stehen zu unserer Verpflichtung zum Asyl, wir stehen zu unserer moralischen Verpflichtung aufgrund der besonderen Schuld über den geisteskranken Hitler, diesen Rechts-Pseudo-Sozialisten, ja, diesen, wie heißt das, wie hieß der Hitler? Hier, das ist der Stalin, das war sozusagen der Linkssozialist und der Hitler war der Nationalsozialist. Also beide waren sie Verbrecher, Lumpen, Diktaturen und Tyrannen sozusagen und Massenmörder, ja, das wissen wir ja alles, ja. Und wegen dieser besonderen Schuld Deutschlands sozusagen müssen wir natürlich die sein, hier, liebe UNO sozusagen, machen wir in jeder Krisenregion eine gemeinsame Asylanlage, wo wir die alle Asylsuchenden anständig und sicher unterbringen, sozusagen. Und wenn die UNO da nicht mit, und wir zahlen als Deutsche mehr als jedes andere Land pro Kopf, also pro Kopf, der Finanzbetrag, den wir pro Kopf der Deutschen oder der deutschen Bürger einzahlen, wird immer höher sein als der zum Beispiel, was die Amerikaner pro Kopf einzahlen oder die Franzosen pro Kopf einzahlen, wegen unserer besonderen Schuld, wegen diesem Lumpen, diesem Nationalsozialisten Hitler, womit sich ganz Deutschland ja schuldig gemacht hat, mitschuldig gemacht hat, ja. So, und jetzt dadurch haben wir dann also sozusagen, haben wir nicht mehr die Gefahr, dass über den Asylweg Leute mit diesem beruflichen Qualifikationsbereich nach Europa und Deutschland kommen, sondern wir können ja aus den Asylanlagen, dann können die gerne einen Aufnahmeantrag, ein neues Einwanderungsgesetz brauchen wir ja, wo nur weit durch überdurchschnittlich Qualifizierte, und wenn wir dann in den Asylanlagen sozusagen irgendwelche Hochqualifizierten haben, können die sich gerne bewerben und können dann gerne in Deutschland aufgenommen werden. Aber Asyl, grundsätzlich bekommt man Asyl immer nur in den Asylanlagen vor Ort. Punkt. Fertig, aus. Warum sagt das Friedrich Merz nicht? Weil er das nicht denken kann, weil er irgendwie, ja, der redet darüber, Kinder aufnehmen und so. Ich habe ja in den anderen Videos dargestellt, was für eine Riesengefahr für Europa das darstellt, potenziell, ja. Und wenn die UNO eben nicht mit richtig mitzieht, dann machen wir doch eine europäische Asylanlagen für ganz Europa. Und wieder gilt, dass Deutschland pro Kopf in diesen europäischen Asylanlagentopf mehr einzahlt. Und so haben wir dann also in der Nähe von Syrien haben wir eine große europäische Asylanlage. Und wenn die Europäer auch nicht mitziehen, dann macht das halt Deutschland ganz allein. Ja, das ist Deutschland angesichts der Hitlergeschichte, ist Deutschland das der Welt schuldig. Und in jede, dann macht Deutschland halt 5 Asylanlagen, aber doch keine schmutzigen Deals mit einem Erdogan, sondern das macht Deutschland selber. Deutschland selber, hier Friedrich Merz, Deutschland selber. Wenn die UNO es nicht macht, wenn Europa nicht mitzieht, dann macht Deutschland in der Nähe jedes Krisengebietes, richtet Deutschland eine Asylanlage ein. Und dort werden die Menschen menschenwürdig untergebracht, aber natürlich nicht so verwöhnt sozusagen. Es wird ihnen nicht so viel Zucker in den Arsch geblasen, dass quasi aus aller Welt die Leute jetzt in die deutschen Asylanlagen wollen und dort lebenslang ihr Leben verbringen wollen, weil der Lebensstandard höher ist als in ihrem Heimatland. So darf es natürlich nicht sein. Ja? Das muss mit Vernunft und Maß gemacht werden. Anständig untergebracht, ja, und so weiter. Und da kann man ja auch sagen, dass die dann in ihrer Heimatlandsprache unterrichtet werden, die Kinder auch Schulen bekommen oder Lehrer bekommen in ihrer Heimatsprache und so weiter. Aber bitte schön, nicht in Deutschland, sondern vor Ort in Asylanlagen. Alles andere ist naturwissenschaftlicher Quatsch und ruinös, ne? Und lebensgefährlich für Europa, wie das ja Professor Hans-Werner Sinn schon angedeutet hat, nämlich dass dann eigentlich Europa vor dem Aus steht. Ne? Das heißt, was heißt aus? Ja, ein Euro am Tag Gehalt in Europa zukünftig. Niveau vielleicht dann unter Afrika. Hm? Ja,
Und dann muss man das natürlich kombinieren. Wie schaffen wir die Leute aus dem Lande, die gar keine Aufenthaltsberechtigung haben? Naja, es muss dann eben, wer in Deutschland aufgegriffen wird, ohne eine gültige Aufenthaltserlaubnis zu besitzen, der kriegt dann eine langjährige Haftstrafe. Lasst uns doch mal über 10 Jahre Haft ohne Verkürzung, ohne Bewährungschance reden. Und wenn man das der gesamten Welt mitteilt, wenn man der gesamten Welt mitteilt, dass es also sozusagen 10 Jahre Haft ohne Chance auf Verkürzung dieser Haft gibt, und zwar idealerweise die Haft verbüßt im Heimatland dann, weil nicht, dass die dann sagen, ja, ich bleibe in Deutschland, weil die 10 Jahre Haft da, das deutsche Gefängnis hat einen höheren Lebensstandard als meine Heimat, also bleibe ich gerne in der deutschen Haftanlage, wo ja sowieso schon manche sagten, zum Beispiel die Jugendgefängnisse seien so richtige Jugendclubs, da lässt es sich gut leben und so weiter, solche Fehlentwicklungen müssen natürlich auch korrigiert werden, aber das können am Ende nur die zweiten Scientists for Future 2 richtig. Wenn stellen wir uns vor, 10 Jahre Haft, wenn das in der gesamten Welt überall bekannt ist, dann kommt auch niemand mehr illegal nach Deutschland und alle, die jetzt noch illegal in Deutschland sind, verschwinden so schnell sie können. Ja, und damit sind doch alle Probleme gelöst. Ja? Also, ich habe alles, ich glaube, ich habe alles. Ich bin durch, ja. Alles klar. Tschüssi, bis bald. Also noch einmal abschließend. Dr. Markus Kralls, freie soziale Marktwirtschaft ist das, was uns immer weiter versklaven würde und die absolute Unfreiheit bedeuten würde. Und da Friedrich Merz ähnlich denkt, geht von ihm die gleiche Gefahr aus und von all den anderen auch. Also, tschüssi, bis bald.